Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Ja, wieso zurück? Ja, wir haben das Spiel doch schon durchgespielt. Was gibt's denn jetzt noch zu tun? Ja, eine Menge. Ha. Ja, es ist jetzt, glaube ich, ein Monat oder so her, seit ich das letzte Mal ein Part von Xillia aufgenommen habe. Und mal gucken. Einiges hat sich hier verändert, wenn man hier die Level mal begutachtet. Ich habe die Charaktere offscreen weitergelevelt, aber ich habe es geschafft, keine einzige Art oder Fertigkeit noch dazu zu lernen. Was? Ja, guckt euch das mal an. Ja, geil, wa? Ich habe mich, ja, hier sieht man das nicht. Ich habe mich immer so weit hochgelevelt und ich habe die ganzen Liliumkugeln alle genau so verteilt, dass ich nie irgendwie was Neues lerne. Man sieht hier immer solche Lücken. Ich habe das genauso gemacht, damit ich nichts Neues lerne. Ich habe sozusagen nur den ganzen Staatswert hier hochgelevelt. Mann, das war richtige Denkarbeit. Ich glaube, 10 Level oder so bin ich gestiegen, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich hätte vielleicht mal in der letzten Aufnahme reingucken sollen. Und ja, wie gesagt, gibt noch einiges zu tun. Was können wir denn noch jetzt hier machen? Ja, weiß ich auch nicht. Ich hatte einfach mal wieder Bock hier. Ist da, glaube ich, eine Woche oder so. Nee, nicht eine Woche, Quatsch. Auch schon 2-3 Wochen her, seit ich mal wieder was aufgenommen habe. Und ich habe mir gedacht, Xillia ist halt der beste Ansprechpartner. So. Ach ja. Ich wollte vielleicht hier auf so eine kleine Titeljagd gehen. Weil ich bin bei sehr vielen Sachen sehr kurz davor, hier einen Titel zu bekommen. Und das mache ich alles nicht offscreen. Das muss ich ja alles sehen, ne? Ach ja. Ich habe den letzten Schatz gefunden übrigens. Ich glaube, den holen wir als erstes, damit wir irgendwas erreichen. Wo war der nochmal? Das Geniale war ja, wie ich ihn gefunden habe. Warte mal, wo war das? Ich weiß jetzt nicht so genau. Das war in einer Mine, aber wie hieß sie nochmal? Vergana-Mine? Nee, das war die eine. Ja, fängt schon mal gut an. Ich glaube, hier war das. Weil das war richtig genial. Als ich mir nämlich vorgenommen habe, den letzten Schatz zu suchen, habe ich mir einfach gedacht, wo könntest du denn was übersehen haben? Ich glaube, du bist zu laut hier. Was, Melon? ja. Ich habe mir gedacht, wo gehst du denn als erstes hin und suchst nach dem Schatz? Und eins. Und ja, da habe ich mir gedacht, gehst mal hier hin. Vielleicht ist er ja hier. Und seht und staut, wo war er? Wo war er? Er war irgendwo hier, ich könnte schwören. Meins. Ja, Rahmschwarze Federn. Sammle ich auch noch eifrig. Da. Da ist er. Ah. Ja, ich habe mir gedacht, vielleicht ist er irgendwo in dieser Mine. Und dann habe ich nachgeguckt und dann war er tatsächlich da drinne. Und ja, was das natürlich ist, weiß ich nicht, aber das werden wir jetzt herausfinden. Was ist es? Eine Wutbrille. Trickball mit 2 aufgemalten, wütenden Augen. Scheint allerdings nicht sonderlich viel Eindruck zu machen. Und damit haben wir den letzten Schatz auch noch gefunden, sind jetzt der Piratenkönig. Buhahaha. Okay, hoffentlich läuft Monkey D. Ruffy hier nicht vorbei, weil sonst kriegen wir eins auf die Mütze. Und wir haben die Trophäe Piratenkönig verdient. Ja. Ihr werdet jetzt einige Trophäen hier aufploppen sehen, wenn ich mich nicht irre. Dann. Brauchte ich, glaube ich, nur noch einen Angriff hiervon. Fuck. Ja, natürlich. Ganze Steuerung hier verlernt. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Egal, aua. Ja. An impressive display of skill. Anything for a lovely lady such as yourself. An impressive display of flattery as well. Sie spricht so leise, ich verstehe das nicht. Verbindungsliebhaber, ha. Noch eine Trophäe. Ja, das wird ja eine richtige Titeltrophäenjagd heute. Was können wir denn noch nehmen? Hier ist übrigens noch kein Trophäe-Titel, mein Gott. Hier ist noch kein einziger Titel dazugekommen seit der letzten Aufnahme. Zukünftiger Großmeister. Ich müsste mal ein paar Level-Ups haben, weil dann
könnte ich hier mal ein paar Skills und so lernen, so Fertigkeiten. Und ja, Taschendieb, genau, sind wir auch hier alle kurz davor. Seelensiphon, Profibrecher, Bindemeister, Bindelehrling. Okay, ich muss also viel verbinden. Habe ich irgendwie ein Gericht für mehr Erfahrung? Nö. Hey, soll das? Komm her, Bayums. Ich bin heute im Titel waren. Okay, perfekter Verbündeter. Verdammt. Bei Leia habe ich übrigens einen Trick rausgefunden, wie man besser klauen kann. Man setzt einfach L1 und X Angriffe ein mit Elvin. Weil dann sind die meiste Zeit irgendwie betäubt, wenn man Glück hat. Und dann ist es wahrscheinlicher, dass man was klaut. Verdammt. Wenn es mal klappen würde. Und wenn die nicht alles töten würden. Ma. Los, komm her. Du, ich hab dich gesehen. Komm her, versteck dich nicht. Hello again. Und schon wieder. Ich sollte die auch nicht von hinten angreifen, da sind die schneller tot, Mann. Ah, verdammter Dreck. Nein. Ey. Du sollst eigentlich was klauen, Leia. Klau was. Das ging irgendwie besser. Na, oder war das mit Dingens? Ja, ich habe noch gemacht. Ich glaube, ich habe das mit Dämonenfang gemacht, ne? Also Fierce Demon Fang. Hallo. Auch hier. Ach, jetzt hab ich schon wieder. Zack. So, jetzt aber. Ma. Schau was. Jawohl. Mal so. Schau was. Ma. Schau was. Jawohl. Okay, ja, noch mit. Verdammt. Ja. Noch ein bisschen Seelensiphon. Taschendieb und Auflandmeister. Jawohl. Wir bekommen ja alles jetzt. Gehen wir mal zu einem schwierigeren. Oder gehen wir erstmal einkaufen. Also hier wird nicht sehr viel passieren. Ich habe mir auch nur vorgenommen, hier die ganzen Titel und so heute zu holen. Also nicht alle, aber viele. Und ja. Mehr habe ich nicht geplant. Mehr wird hier auch nicht passieren, habe ich das Gefühl. Ich würde dann sagen, irgendwann in der nächsten Aufnahme werden wir dann mal. Oh geil. Gucken, was es hier mit diesen. Geil. Mit diesen Teufelswaffen Viechern auf sich hat. Also hier das Loch, wo wir gegen Gaius gekämpft haben. Da bin ich irgendwann mal hingegangen, habe ich das schon mal erwähnt, und da ist irgendwie was aufgetaucht. Aber was das genau ist, das sehen wir nicht jetzt, das sehen wir irgendein andermal. Zack, und wir tun jetzt noch die ganzen Läden hier aufballern. So, ich habe mehr als, nee, doch nicht. Ich dachte, ich habe mehr Erze als irgendwas anderes. Guck ich mal, wie viel Zeug ich habe. Detonator, wow. Das ist mal eine Menge Zeugs, was ich hier bekomme. Ja, ich war fleißig, ne? Zaubergewand. Wer weiß, vielleicht braucht man das ja alles. Nix. Verdammt, ich brauche mehr Fisch. Wo habe ich jetzt? Warte mal, ich habe jetzt Käfer, Blätter, brauche ich. Hallo. Mehr Blätter? Nö, okay. Dann holen wir uns noch ein paar Gerichte für Erfahrung. Wenn ich vielleicht mal ein Level Up bekomme und so ein, zwei Skills und so lernen kann. Weil ein Level Up bedeutet für mich schon bestimmt 3-4 Skills. Weil ich das ja so geniereich hier alles drumrum gelevelt habe.
Also komm, Erfahrungspunkte. Ich hab's jetzt, also komm. 1, 2, wo steht mein Geld? Ach, da unten. Ich hab's doch nicht. Ey. Wieso habe ich so viel? Wieso habe ich so wenig Geld? So. Ah, das dauert aber lange, bis irgendjemand hier ein Level up hat. Ach ja, die Kolosseumkämpfe habe ich auch versucht und mit einigen habe ich das geschafft. Und zwar hier mit Elven habe ich es geschafft. Blip. Wie so eine Schrottwaffe bekommen. Geil. So, mit Jude habe ich ja schon mal gezeigt. Hier die Tipo-Fäustlinge. Voll bescheuert. Und Wila habe ich, glaube ich, auch versucht. Aber das war am allerschwierigsten, glaube ich. Nee. Also mit, ja, stimmt, mit Elven habe ich nur geschafft, genau. Weil das war so schwer mit Mila, ey. Das ist, boah. Das ist irre. Das fand ich unmöglich. Oh, wir haben 5000 Rangpunkte. Geil! So, was haben wir denn noch? Was kann man denn noch alles machen? Obsessiver Lauscher. Rahmenschwarzer Raubvogel. Ja, die ganzen Lehen hier, die werden gut. Lebensmittelländer, Monstervernichter. Experte für seltene Monster. Ja, komm, wo habe ich auf 72 erhöht? Das hier auch nicht. Verbindung zu League. Serienjunkie. Fähiger Vorgesetzter? Nein. Mehr passiert ja auch nicht. Nein, ihr könnt ruhig umschalten, wenn ihr wollt. Tipo-Verschiebung, Art Abstimmung. Stimmt. Soll ich vielleicht Rowan steuern? Ach ja, Binderlehrling, hallo. Ja, mit ihr war das, glaube ich, das. Mit dem Betäuben. So, dann gehen wir mal irgendwo hin und. Keine Ahnung. Wir könnten auch mal versuchen. In diese. Na, in dieses Gebiet hinzugehen, wo wir gegen Gaius gekämpft haben, aber. Mache ich dann in der nächsten Aufnahme, dann mache ich gleich einen Schnitt und dann gehen wir in der nächsten Aufnahme mal rein und gucken, was da los ist. Aber wo wollte ich denn? Mein Gott, wie war das nochmal? Ach ja, wieder schreien. Gehen wir da ein bisschen grinden. Wo ich nicht glaube, dass wir ein Level Up oder so bekommen. Irgendjemanden. Ach, dann mache ich. Nee, ich habe jetzt keinen Bock zu grinden. Habe ich genug offscreen gemacht. Dann würde ich sagen, ich beende den Part hier und wir sehen uns dann in der nächsten Folge in diesem Dreh um. In diesem komischen Loch, wo wir gegen Gaius gekämpft haben, wo sich das Geheimnis der Teufelsbestien irgendwie erklären wird. Glaube ich, weiß ich nicht. Keine Ahnung, war da noch nicht. Egal, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.